Hi Leute, ich bin's wieder, euer Chris Cross. Einen habe ich noch, den Blaster Parts Aliens Endo-Counter 2.0. Ihr habt den vielleicht schon gesehen auf der Facebook-Seite von Blaster Parts oder auf YouTube in dem sehr aussagekräftigen Video von Bobo Lolo, den ich persönlich extrem lustig und unterhaltsam und informativ finde. Nichtsdestotrotz auch von mir mal ein kleines Review dazu. So sieht das mittlerweile aus. Wie gesagt, in der Version 2.0. Ich erinnere mich da noch an die Prototypen und die Version 1.0 sozusagen, die wirklich einiges an Bastelarbeit noch vorausgesetzt haben. Das ist hier wirklich ein Schraub an und sei glücklich Set, was ich sehr, sehr cool finde. Und allein vom ganzen Design her, also das hat sich richtig entwickelt und ist richtig zu einem verkaufsfertigen Produkt sozusagen geworden. Es ist leider, leider, leider sehr, sehr teuer. Das liegt einfach daran, dass das hier komplett handgemacht sozusagen ist. Also da gibt es keine Fabrik, die das irgendwie in China in Masse produziert. Also man sieht auch, dass das hier alles aus dem 3D-Drucker gemacht ist. Und diese Dinger sind so dick, also da druckt der Drucker ewig dran und verbraucht da einiges an Plastik. Und das ist halt einfach nicht so die günstigste Art, so Teile herzustellen. Aber eben in Kleinauflagen so ziemlich die einzig mögliche Art, das so zu machen. Und naja, vielleicht ist an dieser Stelle irgendein Investor, der sich angesprochen fühlt und eben diese Teile in großer Reihe produzieren will. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hier drin sind sozusagen die Kleinteile, ein Imbusschlüssel und die Schienen, um das halt an die Nervschiene zu fixieren. Hier ist quasi der eine Lichtschranke drin, sowie ein LED, was quasi einen Mündungsblitz erzeugt. Und die Lichtschranke zählt halt die Darts, die durchfliegen. Und früher musste man das Ganze in den Blaster einbauen und jetzt gibt es halt quasi eine Laufverlängerung passend für Nerfs dazu, um eben zu verhindern, dass man da an dem Blaster dann selbst dran rumschrauben muss. Ich denke mir, also das Ding ist eigentlich gemacht für zum Beispiel die Rapid Strike oder die Stampede oder eine Strife oder irgendwie was, irgendwas, was halt sehr schnell feuern kann. Man kann das natürlich auch an manuelle Blaster anbauen, das geht auch sehr, sehr gut. Aber halt eben die schnellen Vollautoblaster, das macht natürlich am meisten Spaß damit. So, und wie das Ganze angebracht wird, das zeige ich euch jetzt. Man lässt erstmal den Imbusschlüssel auf den Boden fallen, das ist ganz wichtig. So, ich habe das jetzt hier schon mal aufgeschraubt und setze jetzt mal die drei AAA-Batterien ein. Dann haben wir das auch schon erledigt. Nachdem ich also jetzt hier die Batterien eingesetzt habe, kommen wir zur Montage der Zählereinheit. Die kann ich jetzt entweder hier seitlich montieren an der Rail von der Rapid Strike oder ich kann sie hier oben auf der Rail fixieren, natürlich aber auch hier. Sie ist dann halt so ein kleines bisschen versetzt von der Rail, was ich auch ganz, ganz nett finde. Trotzdem ist das hier für mich der schönere Platz, weil halt hier oben alles frei bleibt. Je nachdem, wie man es halt jetzt montieren will, an der Seitenrail oder an der normalen Toprail sozusagen, gibt es jetzt zwei verschiedene Adapterplatten. Das ist die eine für die seitliche Montage. Die kommt dann in die Seite logischerweise. Irgendwo, wo sie passt. Da ist jetzt hier die Schraube so ein bisschen im Weg. Die darf natürlich nicht überstehen. So. Oder halt eben für die Montage von oben.
Das wäre dann so. Und dann ist der Counter quasi entweder hier oder hier. Verrückte Leute machen den, nein, okay, nicht da unten ran. hier vielleicht, vielleicht auch nochmal ganz nett. Trotzdem komme ich jetzt, packe ich den jetzt hier dran. Das kleine Tipp hier, diese Batteriefachteil ist so ein bisschen im Weg. So, wer den jetzt exakt hier anbringen möchte, weil die Sache ist, hier durch diesen Steg geht das jetzt hier dran, aber halt nicht dazwischen, weil halt eben hier diese Kante in der Einbuchtung von der Rail einrasten muss. Für hier oben, für die seitliche Montage ist dieses Plättchen zuständig. Ist gerade ein bisschen vertauscht. Sorry dafür. So. So, jetzt könnte man das Ganze so festschrauben, dass es fixiert ist. Was natürlich jetzt nichts bringt, weil ich erst noch den Counter festschrauben muss. Das mache ich dann nochmal ganz schnell. Man kann jetzt, bevor man den Imbusschlüssel, die Imbusschraube komplett angezogen hat, noch ein kleines bisschen variieren, was die Schrägstellung angeht. Und dann einfach noch mal ein bisschen probieren, ob das jetzt so okay ist. So ist es natürlich viel zu weit oben. Wenn er so festgeschraubt wäre, wäre das für mich ganz angenehm zum Ablesen wahrscheinlich. Deshalb drehe ich das jetzt hier schön fest. So. Und dann wird das Ding einfach mit den Schrauben hier festgezogen. Und das war jetzt quasi 70% vom Einbau. Was jetzt zum Beispiel den Einbau des Vorläufers des Ammo Counters 1.0 sozusagen angeht, da findet ihr im Blasted Forum eine ganz gute Anleitung. Das ist halt alles ein bisschen schwierig, gerade was den Anbau der Stromversorgung, der Lichtschranke vorne und des Mündungsblitzes angeht. Also da muss man halt einfach ein bisschen frickeln und zumindest grundlegende Elektrokenntnisse haben. Aber wie gesagt, halt auch im Blasted Forum findet man da ganz viele Anleitungen und Bilder. Und der Vorteil von Einbau Counter ist halt, dass man nochmal zusätzlich in den Magazinschacht einen Schalter einbauen kann, der das ganze Zellsystem wieder auf Null setzt. Wenn man eben ein leeres Magazin rausnimmt, geht er automatisch auf Null. Wenn man ein neues wieder reinschiebt, dann geht er automatisch wieder auf den letzt eingestellten Wert. Das kann jetzt halt hier das Teil halt nicht, weil logischerweise dadurch, dass es ein nur Anbau-Kit ist sozusagen und man an dem Blaster selber nichts dran machen muss, kann man logischerweise diese Clip-Abfrage nicht noch irgendwo einbauen. Es sei denn, man legt halt irgendwie ein Kabel hier rein, aber dann ist es halt einfach nicht mehr so einbaufreundlich. Also Leute, die experimentieren und bastelfreudig sind und eben dieses zusätzliche Feature halt auch noch haben wollen, sollten halt zur ersten Version des Munitionszählers greifen und können da dann natürlich auch einiges an Geld sparen. So, ich habe das jetzt hier angeschraubt. Wie gesagt, ein Großteil der Einbauarbeiten ist damit erledigt. Der Rest der Einbauarbeiten ist nur noch die Laufverlängerung anbringen und damit sind wir quasi startklar. So, wenn man den Counter so seitlich montiert, kann man den anderen Adapter dafür verwenden, hier das Kabel nochmal ein bisschen zu ordnen. Das habe ich dann auch gleich gemacht. Das sieht auch nochmal, finde ich, sehr cool aus, wenn das Ganze hier so eine Schlaufe bildet. Das ist ganz nett. Eine Sache ist allerdings noch, was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe jetzt hier nochmal eine kleine Mutter aus meinem Fundus quasi benutzt, um die Imbusschraube, die jetzt hier noch drin ist, für die andere Montageoption zu fixieren, weil die sonst halt rausfällt. Und ich will jetzt nicht, dass diese Imbusschraube lose in meinem Kram rumfliegt. Das wäre vielleicht nochmal eine Sache für euch Jungs, dass ihr einfach diese Imbusschraube nochmal mit einer Mutter
fixiert, wenn ihr den ganzen Kram halt rausschickt, weil so bleibt halt alles schön zusammen und geht nicht verloren. So, jetzt der Moment, auf den ihr gewartet habt, sozusagen. Hoffe ich zumindest. Das Einschalten. Bam, an. Das ist jetzt, ich glaube 18 ist der Standard voreingestellte Wert. Ich kann jetzt hier durch gedrückt halten, wählen zwischen drei Speicherständen, die ich aber auch umprogrammieren kann, je nachdem, was für Magazine ich habe. Wenn ich zum Beispiel 12er Magazine habe, könnte ich hier diesen 6er Speicherstand auf 12 umstellen zum Beispiel. Aber ansonsten mit 18 und 35 kommt man schon recht weit. Dann gibt es des Weiteren halt hier den Reset-Knopf, den zeige ich dann gleich, um eben den Counter, wenn man halt das Magazin leer geschossen hat, dann wieder auf 0 zu stellen, weil es halt eben diese automatische Nullung, will ich es jetzt mal so sagen, durch das Rausziehen des Magazins halt bei dieser Version nicht gibt. Ich glaube, wahrscheinlich ist es im Baustein, im Chip noch möglich, diesen Anschluss, den gibt es wahrscheinlich noch. Nur müsste man halt hier dann nochmal ein weiteres Kabel rausführen und basteln. Also da müsste ich mal schauen, mal nachfragen, ob das in dieser Option zumindest noch verfügbar ist bei diesem Blaster Parts Ammo Counter 2.0. In der Verpackung ist jedenfalls kein solches Kabel dabei. Sprich, man müsste da wahrscheinlich nochmal irgendwie was bauen. So, wie man jetzt gesehen hat, geht das Ding auch in Ruhemodus, um halt Strom zu sparen, wenn er halt nicht in Benutzung ist. Ich jag jetzt mal hier das 18-Schuss-Magazin durch. So. Jetzt ist quasi das Magazin auf 0. Das war jetzt leider der falsche Knopf. Ich muss hier drauf drücken für den Reset. Da. So. Und kann dann loslegen. Was ihr jetzt gerade gesehen habt, ist, wenn ich jetzt ein leeres Magazin rausnehme, kann ich einen anderen Magazintyp einwerfe, sozusagen, kann ich einfach hier wählen. Muss nicht erst noch irgendwas resetten oder so. Das war jetzt gerade ein bisschen blöd. Halt unten resetten. Jetzt ist das Ding in den Stromsparmodus gesprungen. Und ich wäre wieder bereit für eine neue Runde. So sieht's aus in der ganzen Schönheit. Ein echt tolles Gerät, also der Blaster Parts Aliens Ammo Counter 2.0. Finde ich, passt für mich optisch immer noch so ein bisschen in diese Near Future, Dark Future Ecke. Es ist natürlich ein bisschen futuristisch, aber ich finde, wenn man manche Videospiele oder Filme guckt, sieht man schon öfter an irgendwelchen Sturmgewehren halt irgendwie solche Kabel für irgendwelche Zielvoreinrichtungen und so weiter. Also finde ich, geht das Ganze optisch auch noch klar und es ist halt einfach auch unglaublich praktisch. So, und dann zeige ich euch auch noch mal zu guter Letzt das Mündungsfeuer. Das ist ja nun mal wirklich sehr furchteinflößend, gerade natürlich in der Nacht. Das denke ich, ist natürlich hauptsächlich wirklich für die Live-Rollenspieler gedacht. Und das macht definitiv Eindruck. Eine super Sache, Jungs. Definitiv toll gemacht. Wenn ihr jetzt noch irgendwie eine Möglichkeit findet, das Ganze günstiger zu produzieren, dann immer schön reingehauen. Solange es wird es halt ein exklusives Produkt sein für den LARPer, der halt, oder den Nerf-Fan, der einfach ein bisschen mehr Geld auszugeben hat als jetzt andere Gelegenheitsspieler oder was auch immer. Einfach nur für die Leute, die sich dieses Hobby ein bisschen was kosten lassen wollen. Ansonsten
würde ich halt sagen, wer technisches Geschick hat, kann einiges sparen, indem er einfach die alte Version, die Einbauversion des Aliens Ammo Counters sich besorgt und am Blaster ein bisschen rumlötet. Also wie gesagt, Elektro-Grundkenntnisse sollten da eigentlich reichen, ein bisschen löten können und wie gesagt, nur keine falsche Scheu. Ich glaube, im Blasted-Forum findet man alles, was man zum Einbauen braucht und sicherlich auch den ein oder anderen gut gemeinten Rat. Von daher, wer auf das Äußere verzichten kann, schaut euch die alte Version an, die funktioniert eigentlich fast genauso, auch der Chip, die Programmierung. Plus man hat halt den Vorteil, dass man auch nochmal diese Clip-Abfrage einbauen kann, sodass man halt nicht jedes Mal extra nochmal den Blaster resetten muss, oder den Counter resetten muss, Entschuldigung, wenn man halt ein neues volles Magazin einschiebt. Also das ist jetzt eine Sache, die habe ich jetzt bei dem Teil ein bisschen vermisst. Das war's von mir und dem Blaster Parts Aliens Ammo Counter 2.0. Ich sage jetzt erst nochmal frohe Feiertage, guten Rutsch, falls wir uns nicht nochmal sehen, aber vielleicht ja doch. Ich verspreche euch auf jeden Fall, beim nächsten Mal ist mein Tisch besser aufgeräumt und vielleicht gibt es auch neue Technik, die es mir ermöglicht, für euch in Zukunft noch ein paar Videos mehr produzieren zu können. Also bleibt dran und bye bye.